Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Mir ist gerade aufgefallen, ich befinde mich hier ungefähr 2 Minuten nach der letzten Aufnahme und ich habe immer noch nicht gespeichert. Das müssen wir mal ändern. Weil die Aufnahme ist alles geglückt und so, also speichern wir jetzt hier. Meine Güte. Übrigens hat Menü gerade geöffnet und gesehen, dass Sora Level 15 ist und Goofy Level 18. Vorhin einen Herzanfall bekommen. Ich weiß, Goofy ist immer irgendwie höher gelevelt als Sora, aber das ist doch ein bisschen viel. 3 Level. Er ist, glaube ich, sogar noch kurz vor ein. Er ist sogar noch kurz vom 9. Level. Hallo? Er ist gleich 4 Level höher. Boah. Okay, jedenfalls, wir sollen Leon aufsuchen, weil der vielleicht irgendwas über das Gummi hier weiß, was wir ein paar Mal bekommen haben im Wunderland und im tiefen Dschungel. Und ja. Boah. Wir haben aber einige Sachen hier getriggert und ausgelöst und was weiß ich. Und deswegen gehen wir erstmal ja alles absuchen, was wir da erkunden können. Wir haben ja im, ich weiß nicht, Distrikt 2 hier diese Blitze eingesetzt. Das bedeutet, wir können jetzt hier. Wie viel hält der denn aus, ey? Das heißt, wir können hier uns hier ein bisschen umsehen und Sachen machen. Gut, oder? Boah, schon wieder so laut, ne? Ich bin eigentlich schon am Hit. Boah. Ja, ich sollte die vielleicht erledigen, bevor ich hier alles erkunde, weil sonst wird das hier richtig nerven. Oh, sehr gut. Oh mein Gott. So, jetzt bist du aber reichen. Boah. Ich sollte jetzt meine MP ein bisschen aufbewahren, weil ich kann mich ja jetzt heilen. Habe ich immer noch nicht so realisiert. Alter! Bams. Aha. Wo ist Goofy? Jetzt muss ich helfen. Bist du ja 3 Level höher als ich, also mach was. Ne, 4 Level jetzt sogar. Also, mach mal was. Okay. So, bitte sagt, das ist das war's. Oh, Potion, oder? Ja. Was denn sonst? Elixier. Pff. Ja, wir gehen aber hier drauf. Weiß nicht mehr genau, was das macht, aber wird schon wichtig sein. Ich meine, damit können wir gleich die Uhr untersuchen. Oder? Wenn wir auf die ganzen Schalter getreten sind. So. Das sagt mir jetzt viel, danke. Ich glaube, hier können wir jetzt untersuchen, ne? Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was das gemacht hat. Was hat er gemacht? Die Uhr haben wir, glaube ich, schon erkundet dann, ne? Was habe ich noch mal hier gemacht? Ja. Jetzt kommen wir hier, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, beim zweiten Besuch automatisch hier, ne? Wenn wir das hier haben. Ja, da ist ein roter Triotisch, den können wir aber nicht nutzen im Moment. Ja. Ah. Was ist das? Der Goofy, der hält das aus, er ist 4 Level höher als ich. Ja, jetzt kann er auch Donut teilen, gut. Hm. 3 Glocken. Was hat das so bedeuten? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was das gemacht hat, ehrlich gesagt. Hier beinahe. Ja,
Vielleicht ungern darunter fallen, also. Oh. Muss sie leider erledigen, weil hier ist irgendwo. Ja, da ist eine Truhe. Hat die hier so rumfliegen, macht es irgendwie nicht besser. Aber macht er mal fertig. Auch passen. Ich bin mit Magie um mich als Wert nichts. Wird ja auf dem Baum wachsen, ja. Bäume wachsen. Fall nicht runter, dann kriegt er wieder voll AP. Glaube ich. Schnappt euch den. So. Mithril-Erz, ja super. Ich hasse das, wenn man immer nur Mithril-Erz bekommt. Ich meine, die braucht man zwar, aber trotzdem. Oh, echt? Was, das war's? Mal, ich falle gleich runter, ne? Dann kann ich hier wieder hochrennen. Ah, ihr blöden Viecher. Und nur ein Sprung. Ja, genau den. Oh. Ach, habe ich wieder eine Potion vorbei. Postkarte halten. Wunderbar. Raus hier. Ich hasse es hier. Mal überlegen, was noch. Was gibt's denn noch zu erledigen? Gehen wir erstmal ja, weiß ich nicht, uns wieder heilen. Warum war eigentlich nicht, aber egal. Ah, ein Dreck hier. Und dann gehen wir mal Leon suchen. Ich glaube, wir haben eigentlich hier alles so gut wie. Ich will noch mal in Jimmy's Tagebuch nachgucken. Da sieht man ja überall. Ja, jetzt sollte ich mal nachgucken. Rettet 24. Triotech, Triopolter, Triosprung, ja. Ja, die gehe ich jetzt nicht alle durch. Einfach nur so abhaken. Ich irgendwann mal machen. Handlung, ja, das sowieso. Ich als Offscreen. Das Schatzruhen sieht man ja gar nicht. Stimmt. Okay, dann einmal überlegen. Ich glaube, wir waren noch nicht in die ganzen Hotelräume, ne? Wir sind ja direkt rausgegangen, nachdem wir fertig waren. Also, gehen wir mal hier rein und gucken. Ja gut, Donald. Da, wo sind die ganzen Hotelräume hier? Zimmer Valdrian, das war Leons Zimmer. Und Yuffies. MP hast du, sehr gut. Direkt mal reinpacken. MP-Heilung wird beschleunigt. Rams. Ja, bis jetzt bringt der Skill allein noch nicht so viel. Ich hätte die Postkarte abgeben sollen. Früher um 18 Uhr, von der Zeit verweht. Zeit. Anspielung an Final Fantasy 8. Karlsberg, morgens um 7. Dschungel am Mittag. Zimmer Feuer oder das Eris Zimmer. Da gibt es ja irgendwann, was ich mal erkunden. Aua, kann. Ich glaube nicht, ne? Ich dachte, da gibt es noch ein paar Sachen. Okay, anscheinend nicht. Dann gehen wir hier raus zur Hintergasse. Da sollen wir ja auch hin. Auf den Dächern ist, glaube ich, noch nichts, ne? Nichts mehr, meine ich.
Ja, und da unten wollen wir hin. Bams, Triotech. Aber Donald. Das tut doch weh. Oh, hi Leon. Ja? Wie geht's? Ah, mein Auge. Warum mein Auge? Jetzt? Wieso hat das äußerst geheimnisvoll? Ach, was? Wenn ich mich nicht irre. Nein? Okay. Ich dachte, da gibt's auch eine Postkarte. Hi Leon, hör auf mich abzuschlachten, reden wir. Du hast das Schlüsselloch also gefunden. Ja. Das Schlüsselschwert hat es automatisch versiegelt. Gut. Jede Welt in den Sternenmeer hat ein Schlüsselloch. Und jedes führt zum Herz aller Welten. In dieser Stadt muss auch eins sein. Was meinst du damit, dass in dieser Stadt auch eins sein muss? Hast du mir nicht zugehört? So stand es im Anzeigenbericht. Die Herzlosen strömen durch dieses Schlüsselloch herein und machen etwas mit dem Herzen der Welt. Was passiert dann mit der Welt? Am Ende verschwindet sie. Was? Was? Deswegen ist dein Schlüssel so wichtig. Bitte versiegel die Schlüssellöcher. Du bist der Einzige, der das kann. Ich weiß nicht. Irgendwo da draußen muss die Antwort liegen. Ja. Wir müssen deine Freunde finden. Und König Mickey. Ja, da hat man ja gesehen, wie die darauf zu sprechen sind. Nein, König Mickey ist da nicht. Tschüss. Ich glaube, du hast recht. Okay. Ja, jetzt heißt es noch, finde deine Freundin. Ey, aber wenn es darauf ankommt, lassen die anderen im Stich. Hey Leon, Foreshadowing, dieser Gummistein unterscheidet sich von den anderen. Weißt du, wofür der ist? Erstmal die Final Fantasy 8 Pose. Fazit, der müsste es wissen. Warte so, nimm dies mit. Enigmanit erhalten. Dieser Stein besitzt geheimnisvolle Kräfte. Ich habe ihn als Glücksbringer getragen. Ab jetzt gehört er dir. Wie funktioniert er? Geheimnisvoll. Final Fantasy 8 Pose. Leon, Leon, Kann ich, Okay. Obwohl Final Fantasy 8 fand ich ein bisschen frustrierter, wie er es gemacht hat. Sein Epic Face Palm. Hi Merlin, Merlinis. Es gibt es. Okay, Schütz. Warte, ja, du bist eine Sache hier auftaucht, auf die ich mich ja so unglaublich freue. Ja, wir haben ein Enigmanit. Dann fragen wir mal die Frau mit dem krassen Blick. Meine Welt ist auch verschwunden. Meine Welt ist auch verschwunden, oder auch nicht. Ach. Eine Reihenfolge einhalten oder wie oder was? Ich glaub's ja nicht. Da gehen wir weg. Entschuldigung. Ja, bin ich schon vom Level Up entfernt. Ach, das fand ich sehr gut. Ich tun die nächsten Gegner schon leid. Weg mit euch und du erst recht weg. Hi, Bams. Maximum LP, gar nicht mal schlecht. Bams. Weg damit. Ah, schön. Haben wir so schnell Level Up abgegriffen. So, ich habe eine Postkarte bekommen, also weg damit und Elixier, geil. Noch 4 Stück, jetzt kriegt man hier noch alle her. Ja, okay. Wollte nur gucken. Das sit hier rein. Was hast du denn da? Hey! Also wenn das kein Gummistein ist. Genau. Wo ist der?
Soll das ein Scherz sein? Du fliegst mit deinem Gummijet und weißt nicht, was Navigummis sind? Die Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignoranten. Wir wissen vieles nicht. Na und? Wir reisen einfach ziellos durch die Gegend, haben keine Ahnung von irgendwas, machen einfach irgendwas und ja. Hat alles mit dem Floß begonnen. Wir müssen mit den Gummijets zu den anderen Welten fliegen. Wir haben keine andere Wahl. Oh, ich blut. Ich dachte nicht, dass du es ernst meinst. Okay. Also, ich werde euch mal ein wenig unter die Arme greifen. Danke. Grundsätzlich könnt ihr mit Navigummis zu neuen Welten fliegen. Oder Orten. Ihr wollt den Klunker montiert haben, oder? Da seid ihr an der richtigen Adresse. Erfahrung muss ich noch etwas abliefern. Was müssen sie denn noch abliefern? Ach, nur dieses Buch. Es ist sehr alt, als der Typ es vorbeibrachte, fiel es beinahe auseinander. Es war so zerflattert, dass es kaum zu restaurieren war. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut wieder hingekriegt. Wie auch immer, könnt ihr es für mich abliefern? Es ist das alte Haus hinter Traverse. Ost, suche nach den Zeichen mit einer großen Flamme. Ein antikes Buch. Ja, wir kümmern uns darum. Wir kämpfen ja nur die ganze Zeit wie blöd. Kann ja nichts passieren. Was war das? Die Glocke bei Villa mit Kniff läutet. Geht nachsehen, wenn ihr wollt. Liefert aber vorher das Buch ab. Kommt danach zum Haus in Traverse Ost. Ich werde da sein. Genau, der ist nicht Distrikt 1 und so. Der heißt in Traverse Ost und was weiß ich. Heilen und weiter. Ich hol schon Goofy gleich mit den AP ein. Normalerweise hat der mal einen riesen Batzen HP. Ja, der Goofy hat normalerweise immer den längsten. Ja, das Buch abliefern, genau. Sonst müsste man nichts mehr. Jetzt gibt es ja, glaube ich, nichts mehr zu erledigen. Gratis Erfahrungspunkte. Der eine hier macht immer so viel aus. Noch wann? Wir so viele Erfahrungspunkte kriegen können. So ist natürlich auch. Sehr schön. Die Steine mich hier verarschen, ne? Aber soll es sein? Echt nicht nett. So, Merlins Haus. Yeah. Okay, Merlin, hier. Buch. Das ist ja mein Buch. Ihr solltet es mir also von Cid bringen. Vielen Dank. Ihr möchtet wissen, was für ein Buch das ist? Nicht wirklich. Das weiß ich selbst nicht genau. Eigentlich gehört es mir nicht. Irgendwie hat es den Weg in meine Tasche gefunden. Es ist ein seltsames Buch. Ich bat Cid, es zu restaurieren. Ich werde es vorerst hier aufbewahren. Dieses Buch bewahrt ein großes Geheimnis. Die verlorenen Seiten werden es lüften. Ich stelle das Buch da drüben. Ihr könnt jederzeit einen Blick hineinwerfen. Meinen besten Dank an Cid dafür, dass er es restauriert hat. Ach, und wegen eures Steins. Ihr solltet die gute Feder nachfragen. Wissen Sie, was dies ist? Oh, das arme Ding. Es hat sich in einen Beschwörungsstein verwandelt. Ein Beschwörungsstein? Dieses kleine Wesen lebt in einer Welt, die von der Dunkelheit verschluckt wurde. Zusammen mit den Welten verschwinden alle Lebewesen. Aber dies hatte ein so starkes Herz, dass es zu einem Stein wurde, anstatt zu verschwinden. Man kann es nicht retten? Doch, aber nur seinen Geist. Jetzt seht ihr... Bibidi Babidi Boo! Simba kann gerufen werden. Rufmagie kann nur im Kampf genutzt werden. Die Gruppe muss dabei vollständig sein. Jedes Rufen kann pro Kampf nur einmal ausgeführt werden. Keins der Gruppenmitglieder darf dabei kampfunfähig sein. Ist die MP-Leiste für Rufen aufgebraucht, ist die Rufmagie zu Ende. Ebenso kann man Tschüss das Rufen manuell beendet werden. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Rufmagien lassen sich bestimmt in Jiminis Tagebuch finden. Wenn ihr mir ruft, wird es euch helfen. Wenn ihr noch mehr findet, bringt sie mir. Keine Angst, wenn ihre Welten hergestellt sind, werden sie dorthin zurückkehren. Sora, bitte rette sie. Keine Sorge, das werde ich. So, dann gehen wir aber erstmal hier. Das Buch erkunden. Okay. Auch nichts. Geht's Tipp, bevor ihr irgendwo anders hingeht. Okay. Aber ich kann, glaube ich, nicht das Gummijet jetzt benutzen, ne? So, dann gehen wir mal hier rein.
bin kein Fan von dem, was hier folgt. Ich ganz ehrlich bin. Aber naja. Es muss ja auch gemacht werden. Eigentlich muss es nicht gemacht werden, aber es lohnt sich, das zu machen. Dann gehen wir mal hier hin. Hier hin. Eine offene Wiese hineinschauen? Sicher! Schink, 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 schink. Okay. Okay. Hi there. What's wrong? Warum konnte die Katze nicht direkt? Oh. Yeah, I was thinking of how to say goodbye to Pooh. Pooh? Yes. Wait a second. You're Pooh? Yes, I'm Winnie the Pooh. Pooh for short. Who are you? I'm Sora. Oh. Hello, Sora. Have you come to say goodbye to Pooh, too? Well, no. Why would I do that? We've only just met. Because everyone's gone away. What do you mean? Well, we all lived here in the 100-acre wood. And we'd take walks together. Or play Pooh sticks. And every day, I'd eat some honey. Just one small smackerel would taste very good right now. But now, everyone is gone. All my friends, and my favorite honey tree, too. Everyone must have gone away while I was napping, I think. So, who knows? Maybe I shall end up going away somewhere as well. But I wonder, how do I say goodbye to myself? Think, think, think. My tummy is getting rather rumbly. Der 100 Morgenwald. Yay. Einzig Gute an dieser Welt ist, dass es sehr gute Belohnungen gibt. Glaube ich. Okay, zurück zur Karte. Können wir schon weitermachen irgendwie? Ja. Ja, sicher. Ein Sitzer schenkt über ein Haus hineinschauen. Habe ich jetzt meine Aufnahme gelesen. Ja, Mr. Sellners, wer ist das wohl? Ich habe übrigens Winnie the Pooh nie geguckt. Ich kann die Serie ehrlich gesagt überhaupt nicht leiden. Also ich kann nicht die Serie, von der Serie weiß ich ja natürlich nichts, aber rein von dem, was ich in den Spielen, allein von dem, was ich hier in den Spielen sehe, glaube ich nicht, dass ich ein riesiger Fan von Winnie Pooh irgendwie sein werde. Ich kann nicht mal rollen. Aha. Ring also, okay. Nick also. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Okay. Dreimal, mehr nicht. Oh, Mother. There's no more honey left. If only the honey tree would visit. Oh, then I could eat my fill. Okay, mach mal Fenster auf, mit einer Luft rein. Mega Ether. Tut natürlich hier wieder als Rauben, Klauen, Brandschatzen. Wie sehr würde ich hier gerne Brandschatzen. Ich hoffe, einige Winnie Pooh Fans fühlen sich jetzt nicht so angesprochen.
Lass mich ran. Du willst wissen, was jetzt passiert. Bitte? Leider fehlen einige Seiten, da kann ich es dir nicht sagen. Die verlorenen Seiten sind über viele Welten verstreut. Kannst du sie für uns finden? Nein. Okay, das war es aber auch schon hier, glaube ich. Dann raus hier, bitte. Achso, ja. Ja, zurück. Ah. Vielleicht probieren wir mit der Welt fertig sind, ganz ehrlich. Nein, ich kann nicht nur diese Welt, ich kann auch Winnie Pooh irgendwie nicht leiden. Also äußere ich mich schon irgendwann. Ich möchte jetzt natürlich hier nicht rumflamen. Ich möchte einfach nur, weiß ich nicht, meine persönliche Meinung zu all dem äußern. Wenn andere damit nicht zufrieden sind, dann okay. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich dann dadurch zufriedener werde. Ah, okay. There you are. What's going on? Riku! Hey, hey, cut it out. I'm not dreaming this time. Right? I hope not. It took forever to find you. Riku! Wait a second, where's Kairi? Isn't she with you? Well, don't worry. I'm sure she made it off the island too. We're finally free. Hey, she might even be looking for us now. We'll all be together again soon. Don't worry. Just leave everything to me. I know this... Leave it to who? Sora, what did you... I've been looking for you, and Kairi too, with their help. Who are they? My name is... We've visited so many places and worlds, looking for you. Really? Well, what do you know? I never would have guessed. Oh, and guess what? Sora's the Keyblade Master. What's that mean? Okay, der war gut, ehrlich gesagt. So, this is called a Keyblade? Und jemand stellt in Frage, dass Riku irgendwie so ein Schwert hat, ne? Catch. Okay, so ein riesiger Schlüssel ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. So, you're coming with us, right? We've got this awesome rocket. Wait till you see it. No, he can't come. What? Forget it. Oh, come on. He's my friend. I don't care. Wow, Donald ist ein... He's gone. Ich sag doch, Donald ist gemein in diesem Spiel. Nein, Moment, hieß es noch. Ja, wir müssen ja den König und deine Freunde finden. At least he's okay. And who knows? Maybe we'll run into Kairi soon, too. Ja, damit Donald die Auferkauen kann. Da haben wir uns doch gerade wieder nach dem Dschungel hier vertragen. Ernsthaft? Ja, ist doch so. Ja, wir müssen ja deine Freunde und König Mickey finden. Ja. Ja, da sind deine Freunde. Geh weg mit denen. So. Ja. Wer bist du? Zit musste nach Hause. Ach ja, wohnt in Torres aus, stimmt. Jawohl, der Herr. Das war erstmal. Okay, whoop. Dann tun wir wieder an der gleichen Stelle den Part beenden wie beim letzten Mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Whoop.